herzlich willkommen, Luc Bürgin im Hangar 18B. Es freut uns riesig, dich hier zu haben. Vielleicht zu Beginn, die dich noch nicht so gut kennen. Du bist Herausgeber des Mysteries Magazins, du schreibst Bücher. Was ist deine Ausbildung? Vielleicht vorab eben, ich freue mich bei Hangar 18, Hangar B, Hangar XY ungelöst zu sein. Genau. Wir sind ja hier in dieser wunderbaren Kugel vom Mystery Park, darf man nicht mehr sagen, vom Jungfrau Park in Interlaken, der hat ja auch mit dieser Thematik was zu tun. Was meine Ausbildung ist, was ich mache, ich bin Journalist von Beruf. Ich arbeite seit 20 Jahren schon als Journalist. Ich habe mein Studium damals abgebrochen, das war die beste Entscheidung von meinem Leben. Okay. Ich war auch mal Musiker, aber das ist eine andere Geschichte. Und habe 10 Jahre Lokaljournalismus in Basel gemacht, so als kleiner Volontär angefangen bei der Tageszeitung, tausende von Artikeln geschrieben. Irgendwann war ich Chefredakteur von einer Zeitung in Basel bis 2002 und hätte diese Karriereleiter in den Mainstream-Medien weitergehen können, aber ich wollte nicht mehr. Ich habe es gesehen und ich habe ja parallel immer schon Bücher geschrieben über kontroverse Phänomene, Entdeckungen, halt so die Geschichten, die ich damals selbst als Chefredakteur in den normalen Tageszeitungen nicht so unterbringen konnte. Ich habe über UFOs geschrieben oder Mondphänomene, vergammte Genies in der Wissenschaft, also über diese Grauzone zwischen Wissenschaft und Parawissenschaft. Dort, wo halt es darum geht, Spreu und Weizen voneinander zu trennen. Das ist immer das, was mich interessiert. Als Journalist will ich ja nicht glauben, ich will wissen. Mhm. Insofern ist es ganz wichtig zu trennen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Da brauchst du relativ viel Spreu, musst du wegmachen. Aber der Weizen, das ist das Spannende. Da hast du nämlich Fakten dann über kontroverse Dinge, du hast Zeugenaussagen etc. Da kommen wir noch drauf. Das ist das, was mich fasziniert. Und dann habe ich mir einfach irgendwann gesagt, ich mache mich selbstständig, ich bin noch mal ganz von vorn, scheiß auf die Karriere, scheiß auf die Mainstream-Medien, scheiß auf Anzeigendruck etc. Und wie geht das? Ich mache eine eigene Zeitschrift. Zu den ganzen Mystery-Phänomenen, das gab es damals in dieser Art noch überhaupt nicht, mit dem Anspruch, ganz normale journalistische Zeitschrift zu machen, mit Journalisten zusammen, ganz normal, aber mit der Offenheit halt für Phänomene, für Themen, den Leuten, den Zeugen eine Plattform zu geben, den Themen eine Plattform zu geben, die es in den Mainstream-Medien nicht gab. Und ich habe ganz klein wieder von null aufgefangen, ein paar Jahre lang alles alleine gemacht, weil ich wollte nicht auf Banken angewiesen sein, ich wollte keine Schulden machen, keine Kredite. Und so ist das Ding gewachsen. Jetzt sind wir bald im 12. Jahr Mysteries, wir erscheinen zweimonatlich. Machen jetzt gerade die Ausgabe 70, kommen auch im Kiosk raus, in Deutschland, Österreich, der Schweiz. Und das macht insofern Riesenspaß. Es ist eine Riesenarbeit und man verdient wenig Geld, weniger Geld, als wenn man halt die Kommerzkarriere macht. Aber es macht mir Freude, weil ich kann entscheiden, was in diese Zeitschrift kommt. Ich entscheide, was wir schreiben. Und wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Das ist mir ganz wichtig. Wir schreiben, was wir denken und wir sind nicht gesteuert, wir sind nicht gelenkt, wir gehören keinem Verlag. Wir sind wirklich unabhängig. Das heißt, das konntest du vorher nicht, kein Blatt vor den Mund nehmen und schreiben, was du wolltest. Ach, manchmal kann man es, aber es ist nicht immer einfach. Also man muss immer ein bisschen trennen. Ich werde das viel gefragt als normaler Journalist und als Chefredakteur. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Als normaler Journalist bist du vielleicht durchaus offen bei einer Zeitung, aber du musst ja deine Geschichte dem Chefredakteur verkaufen quasi. Also du hast jetzt vielleicht eine Zeugin, die ein UFO gesehen hat oder irgend sowas oder eine andere, eine Pilotensichtung oder sowas, da meldet sich jemand. Da musst du aber zum Chefredakteur gehen und den fragen, Junge, wie groß willst du diese Geschichte, wie machen wir das? Jetzt kann es sein, dass der Chef sagt, ja mach's, aber mach die fertig. Also da können die Leute wieder lachen, wir brauchen sowas wieder. Oder aber er sagt, ja, nee, das gibt so eine kleine Meldung und er sagt, UFOs kommen gar nicht ins Blatt. Also es gibt natürlich auch jüngere Journalisten, die wirklich offen sind für die Thematik oder für kontroverse Dinge, aber das muss alles oben immer abgesegnet werden, das wird auch umgeschrieben. Und ich habe da auch unten angefangen und habe das halt auch so alles ein bisschen mitbekommen und irgendwann rückst du in der Hierarchie nach oben und irgendwann bist du selber Chefredakteur. Und dann denken alle, ja, das kannst du jetzt prima alles machen. Nee, kannst du eben auch nicht. Und das war die Krux. Du hast ja immer noch das gleiche Zielpublikum. Du hast die Redaktion, die leitest du ab. Ja. Du hast nebendran einen Verlag. Mhm. Ein großer Verlag, der kümmert sich um Anzeigen, Kunden etc. Und dann heißt es irgendwann, ja, über diese Kunden dürfen Sie vielleicht nicht so böse schreiben, weil da geht es um eine Millionensumme vom neuen Vertrag. In der Schweiz haben wir zum Beispiel die Migros, das war so ein Beispiel für die Deutschen. Das ist so wie Aldi, Rewe, irgendwie so ein Großkonzern. Und die Migros, die hat uns, das darf man offen sagen, damals Millionen gebracht, also dem Verlag durch großformatige Anzeigen.
Und wir hatten halt ein paar Stories, wo wir dem Migo ein bisschen auf die Füße getreten sind. Und ich mochte da keine Rücksicht nehmen. Und ich hatte das Glück damals mit dem Verwaltungsrat, dass wir uns relativ gut verstanden haben und die mir immer ein bisschen mehr Freiheit gegeben haben, manchmal, als sie offiziell auch zugegeben haben. Also insofern war ich nicht unglücklich, bin auch gar nicht im Krach gegangen. Aber selbst dort als Chef musst du aufpassen, kannst du nicht einfach schreiben, wenn es plötzlich heißt, ja, der Bürger, der schreibt nur noch über UFOs da in dieser Tageszeitung, also holt den mal weg und so weiter. Also da habe ich alles erlebt und da habe ich meine Erfahrung gemacht und deswegen habe ich gesagt, nie mehr abhängig sein von Anzeigen. Ich sage das auch ganz offen, auch wenn es eher verletzend ist, zum Beispiel Scientology kommt mir nicht in Mysteries rein, also als Werbung, kritische Artikel pro, contra gerne, aber wenn die für irgendein Scheißprodukt werben, auch wenn die mir viel Geld bieten, sage ich einfach, nein, will ich nicht, das kann ich nicht vertreten, ich lasse mich da nicht verkaufen. Wie bist du überhaupt mit dem Thema zum ersten Mal in Berührung gekommen? Ich meine, wie hat das Interesse für Phänomene, Übersinnliches vielleicht, UFOs etc. bei dir begonnen? Also eigentlich ganz einfach. Als kleiner Junge, da war ich sehr klein und noch sehr, sehr jung, so mit 13, 14 Jahren habe ich ein Buch gelesen und noch ein Buch, dann eins von Erich von Däniken gelesen, einfach so zufällig in die Hand gedrückt bekommen, wie viele andere auch, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann meine Eltern ein bisschen gequält, weil immer wenn ich Geburtstag hatte oder Weihnachten war, habe ich in die Literaturverzeichnisse da durchgeguckt und mir weitere Bücher gewünscht und gelesen und gelesen und gelesen, und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und da war ich so 15, 16, und dann war ich wieder vom gleichen Problem, wo ich immer wieder hinkomme. Ich wollte ja nicht einfach alles glauben. Ich habe jetzt gedacht, okay, das ist spannend, was da drin steht, aber kann das wirklich auch stimmen? Und dann begann ich so kleine erste zaghafte Rechercheversuche, habe halt Briefe geschrieben an Institutionen, habe Leute getroffen, die sich mit solchen Dingen schon beschäftigen. Andere in meinem Alter sind dann in die Disco tanzen gegangen. Der Bürgin war irgendwie in den Unibibliotheken, hatte noch Texte von Hand abgeschrieben aus den alten Büchern, weil ich kein Geld für Kopien hatte und so noch. Und habe da aber gemerkt, dass es viele Leute gibt, die sich ganz interessant mit diesen Themen beschäftigen, die was zu sagen haben und so Kontakte aufgebaut in die ganze Welt. Notabene, das war natürlich in den späten 80er, Anfang 90er Jahren, das wissen viele Leute gar nicht mehr, die Jüngeren, so, da gab es kein Internet und so weiter. Da war der Fax noch das Größte, wenn du überhaupt eine Handschrift hattest oder eine Faxnummer. Das war sehr, sehr kompliziert, an die Informationen zu kommen. Und so hat das mit der Zeit eine Eigendynamik angenommen, weil ich dann so viel über UFOs damals schon recherchiert hatte, dass ich sagte, ich schreibe ein Buch, ich habe jetzt was zu sagen. Aber erst, wenn ich was zu sagen habe, das sagen noch viele, ich schreibe jetzt ein Buch. Habe dann ungefähr 70 Fassungen geschrieben, 70 Absagen bekommen. Irgendwann hat es dann geklappt und so. Aber das hat mir auch den Mut gegeben, weil ich damals schon gerade zum UFO-Phänomen mit Leuten gesprochen habe, die solche Dinge gesehen haben, und ich habe gemerkt, die sind absolut glaubwürdig, das sind ja nicht alles Spinner. Ja. Was ist das UFO-Thema, das, was dich am meisten interessiert bei den Mysterien, oder ist es Ancient Aliens, also Präastronautik, oder? Mein Problem ist, dass mich alles interessiert. Ja. Das ist furchtbar, ich habe nämlich nie Zeit, wer mich kennt, weiß das auch deswegen, weil ich auf 1000 Baustellen am Recherchieren bin, am Reisen bin und irgendwie auch die ganze Mysteries-Arbeit natürlich gemacht werden muss. Wir sind ein ganz kleines Team. Also das UFO-Phänomen interessiert mich brennend, aber auch Mondphänomene, alles was mit Astronomie, mit der Raum zu tun hat, wie gesagt, alles, was mit Erfindern, Entdeckern zu tun hat, was kontrovers ist, und natürlich ganz fest die Archäologie, das ist schon auch ein ganz großes Thema, so verbotene Archäologie, was ist das eigentlich, also es geht um Funde, die man vielleicht nicht erklären kann oder die aus einer Zeit stammen mit Schriftzeichen drauf, die es eigentlich nicht geben sollte und so, also das Thema eigentlich auch, was Erich von Däniken natürlich bekannt gemacht hat. Da sind wir sicherlich wesensverwandt, also das ist auch ein großes Thema für mich, ob es jetzt in China die Höhlensysteme sind, wo ich war, oder wie gesagt, auch irgendwelche alten Inschriften. Mich fasziniert das alles viel zu fest, aber das ist eigentlich gut, also langweilig wird man nie. Oder? Wenn du sagst, du hast dich schon früher für UFOs interessiert und hast du da gemerkt, dass die Zeugen, die du vielleicht interviewt hast oder befragt hast, dass die glaubwürdig sind? Was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Die Augenzeugen sind total glaubwürdig. Ich habe in den letzten 20 Jahren sicherlich 500 Menschen persönlich interviewt, die UFO-Erlebnisse hatten. Beim UFO-Phänomen ganz wichtig ist zu sagen, 90% der Sichtung, Minimum, vielleicht auch 95%, die kannst du locker konventionell erklären. Das sind Himmelserscheinungen, wo die Leute halt nicht immer ganz wissen, was es ist, etc.
Und das ist wieder Spreu-Weizen. Das ist für mich der Spreu. Aber das Spannende ist, es bleiben ungefähr, das bestätigen viele Forscher in der persönlichen Recherche, 5% der Fälle übrig, die du nicht erklären kannst, die eigentlich allem widersprechen, was unsere Realität dir vorgibt, was sein darf. Diese 5%, die interessieren mich. Da kenne ich Zeugen, ich von der Hausfrau bis zum Professor alles schon interviewt. Die Leute sehen was, die wollen übrigens auch gar nicht an die Öffentlichkeit meist. Die sagen dir dann, boah, wir sind aufgefüllt, wir wissen nicht, was wir gesehen haben, vielleicht können Sie uns helfen. Und kaum sagst du als Journalist, ja, dürfen wir Ihren Namen und so, nein, bitte nicht veröffentlichen, weil etc. Da gibt es ein wunderbares Beispiel, was so richtig klassisch ist für das Phänomen. Da hat mir mal, es sind schon Jahre her, ein Physikprofessor angerufen aus Zürich. Sehr namhafter Physikprofessor, schon ein bisschen älter, und sagt, Herr Bürgen, ich habe ein Problem, ich habe ein UFO gesehen. Und da sage ich, ja klar, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, wer sind Sie genau, aha und so. Und dann sage ich, okay, aber können wir uns treffen, dann kannst du dir auch ein besseres Bild machen. Und habe ich ihn getroffen mit seiner Frau zusammen. Und der Junge hat wirklich was gesehen, was völlig spannend war, und zwar eine silberglänzende Scheibe. Am Tageslicht bei Sonnenschein, riesiges Ding, zickzackförmig über ein Feld schweben. Er war mit seiner Frau spazieren, einer kleinen Wanderung, und er hat gesagt, das kann nicht sein, was ich gesehen habe, weil das war zickzackförmig, lautlos. Ich bin Physiker. Meine Physik erlaubt mir nicht, dieses Ding zu erklären. Das kann nicht sein. Und dann hat er gesagt, zweiter Gedanke war, hoppla, ich werde alt, vielleicht muss ich zum Psychiater. Er hatte keinen Alkohol getrunken, aber vielleicht habe ich jetzt ein Visionchen geschmissen oder so. Aber zum Glück war die Frau dabei und die hat genau das Gleiche gesehen auch. Da hatten wir ein langes Gespräch und er war einer der wenigen, der mir das anvertraut hat. Es ist auch wichtig immer mit den Informanten, dass du ein Vertrauensverhältnis machst und hast, weil er mir gesagt hat, bitte meinen Namen nicht veröffentlichen, weil ich habe noch Vorlesungen an der Uni. Stellen Sie sich jetzt die Schlagzeile vor im Blick, das ist für die deutsche Bildzeitung, in der Schweiz ist das der Blick. Stellen Sie sich, Professor, Physikprofessor sieht UFOs, ich werde zum Gespött meiner Studenten, ich kann nicht mehr unterrichten. Das tut einem natürlich dann ein bisschen in der Seele weh, wenn du solche Fälle nur so dokumentieren kannst, dass du den Namen nicht nennst, weil da kann ja jeder sagen, ach Gott, ja, ich erfinde ja auch 5 Stories. Ja. Aber ich habe mit vielen anderen gesprochen, wo ich die Namen nennen darf, etc. Zum Beispiel jetzt im neuen Buch, was ich gemacht habe, auch im neuen UFO-Buch ist die Sichtung von Marco Visetti drin, Marco und Charlotte Visetti in den 90er Jahren. Das ist ein Ehepaar aus Zürich, die haben auch ein absolut verrücktes Erlebnis gehabt, mit Nachbarn zusammen beim Grillen, wo ein Objekt gekommen war, das hat die Form noch verändert, ist ein Wald runtergezischt, die sind mit dem Auto dem nachgespeedet und standen im Scheinwerferlicht, also wirklich so fast wie im Alien-Film, also ganz verrückte Geschichte, die würde dir kein Mensch glauben, aber ich habe mit den beiden gesprochen. Und er war damals schon nicht ganz unprominent so im Raum Zürich und so, er ist im Sportsektor tätig. Und die sind von Anfang an dazugestanden. Dann gesagt, das ist so extrem, was wir da erlebt haben mit den Nachbarn. Wir stehen auch vor einer Kamera, bestätigen das alles. Ich habe erst vor einem halben Jahr mit ihnen nochmal Kontakt gehabt, auch wegen dem Buch. Und sie haben gesagt, nee, sie stehen bis heute dazu. Das macht es umso spannender, weil der Markus Visetti jetzt in der Position ist, wo er in Zürich doch relativ bekannt ist, weil er im Letzigrundstadion, im berühmten großen Leichtathletikstadion, ist er der Rasenkeeper und hat erst jetzt gerade einen Preis dafür sogar bekommen, glaube ich, für den besten Fußball, Leichtathletik, Rasen und so weiter. Aber er steht dazu vor allen Leuten, ja, ich habe ein UFO gesehen, glaubt es mir oder nicht, mit meiner Frau etc. Und das sind die Zeugen, die es für mich glaubwürdig machen. Und dann kommen die Piloten, das muss ich auch loswerden. Ich habe mit vielen Piloten gesprochen, von der Swissair damals, das ist heute die Swiss, heißt einfach ein bisschen anders, aber auch von der Lufthansa etc. und Militärpiloten. Ich habe mit Piloten gesprochen, die UFOs gesehen haben, und das finde ich ganz spannend, weil dort ist genau das gleiche Problem. Die Piloten sagen mal, schau mal Junge, mein Name, bitte nicht, ich darf nicht mehr fliegen. Wer will schon mit einem Piloten fliegen, der UFOs sieht? Dann heißt es, ja, die haben noch ein Bierchen aufgemacht im Cockpit, geht ja gar nicht, oder? Aber es gibt welche, die es trotzdem dann nachträglich einverstanden sind, wenn sie ein bisschen älter geworden sind, dass du es publizierst. In ein paar Fällen durfte ich es und in ein paar Fällen habe ich damals Geheimakten bekommen, wo halt die ganzen Flight Reports drin sind, was die Piloten gesehen haben von der Swissair. Das wurde uns so ein bisschen rausgeschmuggelt. Und da hat es auch wieder spannende Sichtungen. Und zwar nicht einfach ein Lichtpünktchen, sondern Objekte, die zum Teil bei Passagierflugzeugen eine halbe Stunde lang das Ding umkreisen, auf dem Radar sind. Wir haben die Radarberichte da vom Maastricht in einem Fall, wo sich das Objekt dann mit 10- bis 12-facher Schallgeschwindigkeit
in den 70er Jahren entfernt. Das kann gar nicht sein. Ja. Ist aber alles dokumentiert von den Radars, von den Piloten. Und das wiederum sind für mich auch glaubwürdige Zeugen. Warum soll mir ein Pilot was erzählen, was ihm nur schaden kann? Ich habe auch ein Gespräch geführt mit Werner Utter, der ist leider gestorben mittlerweile. Sehr bekannte Pilotenlegende in Deutschland, der am Schluss Chefpilot der Lufthansa, der ist jahrzehntelang geflogen, hat den Kohl auch in der Gegend rumgeflogen. Utter hatte mehrere UFO-Sichtungen. Er hat eine davon sogar im Cockpit auf Band aufgenommen. Live, als er sah, hat er das alles reindiktiert, weil ihm ja sonst niemand glauben würde. Das sind für mich die glaubwürdigen Augenzeugen. Und das ist für mich das Spannende am Phänomen. Da ist was, was wir nicht erklären können. Ob es irdisch oder außerirdisch ist, ich weiß es nicht. Ich halte beides für möglich. Vielleicht übersteigt es unsere Intelligenz auch. Wir sind nicht unbedingt gerade die gescheiteste Spezies da draußen, um Dinge zu verstehen. Da bin ich offen. Aber das Phänomen ist da und der Grundkern vom Phänomen ist nicht erklärbar. Hast du selber schon mal ein UFO gesehen? Leider nicht. Muss mir noch ein bisschen Mühe gegeben. Wie gesagt, ich habe so vielen Leuten schon gesprochen. Ich würde es mir riesig wünschen und so weiter. Ich habe Freunde, die auch schon was gesehen haben. Aber manchmal bin ich ganz froh, dass ich noch keins gesehen habe. Weil sonst müsste ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja, ich habe eins gesehen. Aber mir glaubt ja sowieso niemand. Oder, oh, der Bürger muss jetzt noch seine Zeitschrift besser verkaufen. Jetzt geht es ihm so schlecht, dass er sogar noch ein UFO sehen muss. Nee. Ich sag ganz ehrlich, ich habe noch keins gesehen, aber ich kenne viele Leute, die was Seltsames gesehen haben. Vielleicht, du hast vorhin dein Buch erwähnt. Wir können das ja schnell unseren Zuschauern zeigen. Es handelt sich um dieses hier, das ist das Neueste. Kann ich jedem wärmstens empfehlen. Du schreibst darin nicht nur über UFOs, sondern du bringst auch offizielle Dokumente, genau. Über 140. Ich zeige dir nämlich gleich was. Ja. Das Spannende an diesem Ding ist, das ist ein Herzensbuch von mir. Ich sage immer, es gibt Bücher, da weißt du, die verkaufen sich gut. Das weißt du auch. Und ich lebe davon auch vom Schreiben, ganz klar. Die machst du, aber es gibt auch Herzensbücher. Da weißt du, die laufen vielleicht nicht so gut, weil eine kleine Klientel hast. Aber ich habe einen wunderbaren Verlag, der Kopfverlag, der gesagt, schau mal, wir müssen dein Herzensbuch jetzt machen, gemeinsam, er verlegt es, und zwar, wir machen es in SAR4, und zwar geht es darum, dass da alles aus ungefähr 20 Jahren an Dokumenten drin ist, was ich über einen Whistleblower von der Schweizer Luftwaffe bekommen habe, auch über andere Quellen, die Geschichte ist eine lange Geschichte, die ist sehr ausführlich hier drin, der leider gestorben ist, ein topfeiner Kerl war, der der Luftwaffe nie schaden wollte, aber für das Phänomen was tun sollte, nämlich die Akten zu erhalten. Also der saß da an den militärischen Radarschirmen in Dübendorf täglich und die haben immer wieder unerklärliche Dinge auf den Radars, und zwar auf höchster Priorität, zum Teil mit Pilotensichtungen. Und dann hieß es halt manchmal, ey Junge, das hat dich nicht zu interessieren, und er hat das ausgerufen, nein, ist nicht, dann auf das sofort vernichten, es wird keine Notiz darüber geführt. Er hat halt trotzdem Notizen gemacht. Und er hat Akten behalten etc. Und ihm haben wir es eigentlich auch zu verdanken. Das sehen wir jetzt, wenn wir eben da rasch reinblättern. Vorne sind es ungefähr 50 Seiten Text. Also die ganze Geschichte von der Schweizer Luftwaffe etc. und den UFOs. Und hinten hast du die ganzen Dokumente, Briefwechsel, alles zum Nachlesen. Also darum, mir ist das wichtig, da können die Leute wirklich mal nachgucken, was wurde am Militär gemeldet, was wurde vertraulich klassifiziert. Und jetzt kommt eben der Obergag. Als Militär, was sagt die Schweizer Luftwaffe zu diesem Buch? Natürlich hat die Schweizer Luftwaffe keine Freude an diesem Buch. Die hat keine Freude, wenn der Bürger sich wieder mal meldet. Weil das sind ja Dinge, die sie eigentlich nicht sehr gern haben, UFOs. Weil UFOs bedrohen schlussendlich den Luftraum. Die sind eine Gefährdung im Luftraum, wenn ein Objekt da ist, was du nicht identifizieren kannst, was einfach mal rumfliegt, das darf nicht sein militärisch. Und welche Luftwaffe gibt schon gern zu, dass sie Objekte im Luftraum hat, wo sie keine Ahnung hat, was es ist? Also tut man das Thema lieber ein bisschen vom Tisch wischen, oder? Jetzt dummerweise haben wir ja so viele Fälle drin, die einfach zeigen, dass etwas da ist und dass auch Piloten damit Probleme haben und dass wir tatsächlich eine Gefährdung haben. Und das Militär hat insofern eben auch ein Problem. Ich fordere jeden auf, schreibt die Luftwaffe an, was sie von diesem Buch hat. Ja, ich bin gespannt auf jede Stellungnahme, aber große nette Zeilen werdet ihr nicht bekommen. Aber die Dokumente sind alle drin, die sind echt, die kann man anfassen. Und die kennen die dort, die heutigen Vertreter, zum Teil gar nicht mehr alle, diese Dokumente, weil es geht von den 50er Jahren bis in die heutige Zeit. Da bin ich überzeugt, dass zum Beispiel der oberste Armeechef in der Schweiz, der Herr Blattmann, interessanter Kerl, guter Kerl eigentlich, ganz okay, dass der von vielen Dokumenten hier drin nicht mal eine Ahnung hat, weil ihm das gar nie weitergemeldet wurde, auf unterer Stufe vielleicht schon mal.
Und da habe ich doch Freude, jetzt sind gerade die Belegexemplare vom Verlag rausgegangen, also der oberste Schweizer Militärchef hat jetzt ein Exemplar bekommen, super. Die Luftwaffe auch natürlich und unser Verteidigungsminister, der Herr Maurer, der sich auch durchaus offen mit gewissen Themen beschäftigt, sagen wir es mal ganz diplomatisch so, hat auch eins jetzt und ich wäre einfach froh, wenn die das lesen, weil ja, es wird ein bisschen Knatsch geben, aber wichtig ist, diese Akten sind jetzt draußen, jedermann kann sie selber studieren. Und wir konnten eigentlich als kleines Land endlich mal dokumentieren, dass über der Schweiz da ein Phänomen ist. In Deutschland ist das noch viel größeres Problem mit den Akten, aber die Schweizer haben wir jetzt und jetzt machen wir unseren Deutschland an. Ich finde es auch spannend, dass man mal sieht, dass viele Leute denken, ja, UFOs, das hat immer was mit Amerika zu tun und die werden nur dort gesehen und du bringst UFOs, da... UFOs sind ein kulturelles Phänomen weltweit und das finde ich auch ganz spannend. UFOs werden auf der ganzen Welt gesichtet, seit 50, 60 Jahren, in allen Kulturen der Welt. Und jetzt kommt ja immer der Psychologe und der Psychologe sagt, ja, ist klar, früher haben die Leute Engel gesehen, die hatten Visionchen hier, Feen, Trolle, Zwerge. Heute sind halt UFOs und Aliens so im kollektiven Bewusstsein drin und dann projizieren sie da ihre Vorstellungen an den Himmel. Das mag im einen oder anderen Fall auch stimmen, das mag stimmen, aber... Hier haben wir eben das Problem, dass diese Dinger ja auf Radar erscheinen, zum Beispiel. Und eine Halluzination kann nicht auf Radar erscheinen, die kann sich nicht spiegeln, da muss was Handfestes da sein. Und dann sage ich immer, wenn doch in allen Kulturen dieser Welt diese Dinger gesehen werden, warum werden sie immer identisch beschrieben? Also wenn es Projektionen aus dem eigenen Unterbewusstsein von der Kultur am Himmel sind, dann müssten sich die Berichte unterscheiden, je nach Zivilisationsgrad, je nach kultureller Mentalität. Aber nein, wir haben überall die gleichen Berichte. Und das spricht eben auch dafür, dass dieses Phänomen wirklich real ist. Du hast vorhin diese Höhlen in China erwähnt. Für meine Begriffe auch etwas sehr, sehr Spannendes. Vielleicht kannst du ja da noch ein paar Dinge dazu erzählen. Die sind ja riesig, so wie ich das mitbekommen habe. Ich behaupte, es ist wahrscheinlich das achte Weltwunder. Und ich war selber erstaunt. Also die meisten Leute kennen diese Thematik gar nicht. Da gibt es in China riesige Höhlensysteme. Und etwas macht sie ganz besonders. Das sind nämlich nicht natürliche Höhlensysteme, das gibt es dort auch, wunderbar, das haben wir hier auch, die sind komplett künstlich bearbeitet, komplett. Mhm. Und die haben Dimensionen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, sind wahrscheinlich die größten künstlich in der Welt. Die Chinesen selber haben keine Ahnung, wer die gebaut hat, für welche Zeit und so. Das Spannende ist, es hat keine Schriftzeichen an den Wänden, das ist sehr seltsam. Man findet kaum Knochen, in den historischen Schriften ist nichts drin, aber man weiß, dass sie Minimum 2000 Jahre alt sind. Mhm. Und die sind komplett rausgehauen aus dem Stein, wunderbar verziert, statisch genial gemacht. Und es sind Dutzende, es werden immer mehr. Ich war jetzt in zwei Orten, wo welche gefunden wurden. Hier hört man überhaupt nichts über diese Höhlen. Und selbst die Chinesen, die haben überhaupt keine Ahnung von diesen Höhlen. Man muss sich vorstellen, das ist in Hongshan unter anderem das eine Höhlensystem. Das ist wunderbar idyllisches Gebiet. In China gibt es natürlich auch grauenhafte Großstädte, das wissen wir. Aber so wie wir hier im schönen Interlaken sind, ist das so ähnlich landschaftlich dort noch sehr archaisch und schön und so. Und da gibt es auch Berge. Und selbst dort schicken die dich auch als Tourist oder so, sagen, ja, geh auf diesen Berg und diesen Berg. Und dann sagst du, nee, wo sind diese Höhlen? Wir wissen das nicht. Und die Höhlen sind 50 Kilometer entfernt. Die wirkliche Sensation kennen sie gar nicht. Mein Ziel war es, diese Höhlen zu dokumentieren, weil man hat sich viel Überlegung gemacht, wozu haben die eins gedient? Wurde dort was eingelagert? Nein, kann nicht sein. Also du musst dir vorstellen, das sind wie Kathedralen, die sind bis zu 20, 30 Meter hoch. Wow. Diese rausgeschnittenen Hallen und Säulen, zum Teil zweistöckig. Also du kannst dir vorstellen, wie eine zwei-, dreistöckige Tiefgarage. Du läufst und läufst und läufst, es hört nicht mehr auf. Und es hat etliche dort, viele sind noch unter Wasser, sind nur drei, vier für die Öffentlichkeit zugänglich. Also es ist ein Indiana Jones Szenario, wenn du dort bist. Also warum die dort noch keinen Film gedreht haben, das wundert mich, weil du zum Teil mit dem Bötchen in die überfluteten Grotten rein. Und das sieht schwer megalithisch aus, alles, also Puma Punku lässt grüßen, Südamerika lässt grüßen, sowieso. Aber eben, wozu hat man das gemacht? Hat man sich dort mal versteckt? Was eingelagert? Nein, sagen selbst die Chinesen, ist viel zu feucht. Du kannst dort nichts lagern, weil du hast den Wasserspiegel und so. Hast du dich vielleicht versteckt vor was? Und dann kommt natürlich die übliche Frage, war es einfach Bergbau? Nein, war es eben nicht. A, gab es dort nichts abzubauen, Gescheites. B, fehlt der ganze Aushub seltsamerweise, das muss ein Riesenaushub sein, den sucht man komplett vergeblich in der ganzen Region. Und C, sind diese Verzierungen, die ganzen Decken haben strichmusterartige Verzierungen, zum Teil so geschwungen, zum Teil aber mit Vierecken.
Und das hört ja nicht mehr auf. Also du musst dir vorstellen, weshalb ist alles von Hand nachträglich verziert worden. Wenn du dort einfach was abbaust oder militärisch, dann machst du vieles, aber du hast keine Zeit, um das Zeug zu verzieren. Die Chinesen selber schätzen, dass das möglicherweise über 100 Jahre lang gedauert hat, bis das fertig war überhaupt. Ich fasse das nur ganz knapp zusammen. Man muss die Bilder dazu sehen. Vielleicht kann man ein paar noch einspielen während dem Gespräch oder so, damit ihr euch das vorstellen könnt. Das ist eine ganz verrückte Anlage und mein Ziel ist, dass die hier im Westen endlich mal ein bisschen bekannt wird, weil die Chinesen, die brauchen auch Geld dort unten, um das ganze Ding zu erhalten, weil chinesische Touristen hat es dort ein paar, aber mehr nicht. Niemand im Westen kennt das. Und das verrottet und verfällt langsam und ist meiner Meinung nach mindestens so spannend wie das Rätsel der Cheops-Pyramide oder ganz andere Megalith-Rätsel in Europa, die wir hier haben. Wunderbare, spannende Geschichte. Die Höhlen, die hängen in dem Fall zusammen. Das ist ein System, das sind nicht einzelne Höhlen. Es ist ein System, also es sind einzelne Höhlen zum Teil Nähe voneinander und beim ersten Besuch hat man mir gesagt, ja, vielleicht hängen die zusammen und so, aber wir können es nicht sagen. Beim zweiten Besuch war jemand dort, der es mir genau erklärt, die hängen tatsächlich zusammen, aber sie haben die geheimen Gänge unten wieder zugemauert für die Touristen, weil dort ist Einsturzgefahr. Ja. Die hängen wirklich zusammen, das ist ein ganzes Labyrinth von Höhlen und wie gesagt, ich weiß die Daten, die zahlen jetzt nicht gerade auswendig, die können wir halt auch einblenden, aber dann habt ihr mal einen Vergleich einfach, also das sind das ganze unterirdische Kavernenstädte fast dort unten. Neben diesen Höhlen, an was arbeitest du sonst aktuell? Außer dem Mysteries Magazin natürlich. Im Moment gebe ich gerade ein Interview für Hangar 18. Genau. Nee, ich bin an vielen Geschichten. Ich werde demnächst wieder in Bayern sein, da darf ich nicht zu viel verraten. Ich habe dort einige gute Informanten. Wir hatten im Mysteries mehrere Geschichte. Da geht es ein bisschen in die Nazi-Zeit und um Raubgut und Beutekunst. Und da hat man... Ach, die Insider wissen es, wir haben immer wieder so alle halb Jahr, Jahr in der Zeitschrift wieder mal ein paar Fotos gebracht von verschollenen Gegenständen, die zum Teil mit dem Ahnenerbe zu tun haben. Ich muss da sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Ich habe gute Informanten, die sind total glaubwürdig. Ich kenne die seit Jahren jetzt mittlerweile. Und wir versuchen da ein bisschen was zu bewegen. Allzu viel öffentlich möchte ich dazu nicht sagen. Ich sage nur, ich bin bald wieder in Bayern. Und wer die Zeitschrift kennt und liest, merkt dann, da gibt es noch mehr. Es geht einfach darum, dass viele... möglicherweise verschwundene Schätze gar nicht verschwunden sind oder wir wissen halt, wo sie zum Teil sind, aber es ist immer ein bisschen heikel, man kennt das, diese Gurlitt-Geschichte jetzt oder mit den Bildern allein, aber da geht es natürlich auch um technologische Fragen etc. und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber Bayern hat eine tolle Schatzsucherszene, ganz tolle Leute und ich mag Bayern. Dort sind auch andere Geschichten, da bin ich auch dran. Das ist gerade so ein Thema, was jetzt gerade aktuell ansteht und ja, gleichzeitig noch ganz viel andere. Wir machen jetzt gerade das neue Mysteries-Heft noch fertig. Da weiß ich noch nicht, was jetzt definitiv drin ist oder so. Aber es sind kontroverse Geschichten, die auch, ich sage ja immer, der Leser soll uns nicht glauben. Ich will nicht, dass uns geglaubt wird, sondern ich will eine Offenheit schüren für diese ganzen Themen, für diese Phänomene. Das ist das Ziel von Mysteries. Jeder findet irgendwo was drin, einen Artikel, der ihm gefällt oder nicht. Die einen haben mehr Flair für Gesundheit, die anderen mehr für alternative Archäologie oder so. Ich will, dass es gut recherchiert ist und ich will nur die Leute wieder neugierig machen, Neugier wieder und zeigen, es könnte auch anders gewesen sein. Die Schulmeinung, die Schulwissenschaft muss nicht immer recht haben, im Gegenteil. Weil ich habe das Problem mit der Menschheit, ich finde es uns eine unglaublich beschränkte Spezies. Das ist leider so. Ich sage es allen immer gerne, guckt im Lexikon nach. Das ist neuester Stand der Anthropologie. Wir gehören einer Untergattung der Trockennasenaffen an, der Mensch. Offiziell sind wir also Affen. Wir sind übrigens auch Tiere nach neuester zoologischer Definition. Wenn wir Trockennasenaffen sind, sind wir ja Tiere. Also müsste eigentlich, und das ist jetzt einfach bürgerlicher Humor, aber ich meine es total ernst, die Welt ist so absurd, müssten auf uns eigentlich unsere eigenen Tierschutzgesetze auch gelten. Wir sind ja Tiere. Das heißt, der Mensch macht immer wieder die gleichen Fehler im Laufe seiner Geschichte. Das ist unglaublich mühsam, wenn man das mal erkannt hat. Darum haben wir heute auch das Problem wieder, dass wir uns bald mal in die Luft sprengen. Unsere Waffen werden immer moderner, unser Denken überhaupt nicht. Und irgendwann haben wir halt den Punkt erreicht, wo sich das ganze Universum vielleicht freuen wird, zynisch gesagt, dass der Parasit Mensch sich endlich selber ausgerottet hat. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Deswegen die Leute wieder neugierig machen, Dinge in Frage stellen und nur weil es heißt, das kann doch nicht sein, das ist nicht möglich, muss es nicht so sein.
ich habe in so vielen Fällen erstaunliche Dinge erlebt, auch im Bereich der Alternativmedizin. Ich komme aus einer Medizinerfamilie, da ist man natürlich ein bisschen konservativ aufgewachsen, hat aber auch das ganze Hintergrundwissen, war aber überrascht, wie viele spannende Dinge sich auch in der Alternativmedizin kritisch nachweisen lassen, oder? Und das sind so Dinge, die musst du selber erleben. Oder ich kann vielleicht noch ein kleines Beispiel sagen. Heiler, das ist auch so ein Thema. Was sind Heiler? Und ist das jetzt Esoterik? Klar, wenn es um viel Geld geht, Hände weg und aufpassen. Aber es gibt wunderbare, interessante Menschen. Und ich habe vor Jahren mal auf dem Kongress auch einen, ich glaube, aus Usbekistan stammte der kleiner Kerl, kennengelernt und so. Der auch so ein bisschen mit Handauflegung und Kräfte gehabt hat. Und dann saßen wir nach dem Kongress da zusammen, Mittagessen gemeinsam, und dieser kleine Kerl saß da. Und ich war noch ein bisschen jünger und ich war halt so ein bisschen skeptisch, weil es hieß, der hat dort ganze Fußballstadien geheilt und so. Und dann essen wir so nebeneinander halt und dann guckt er mich so an, plötzlich so, you're a very skeptical man. Also ich sei so ein bisschen skeptischer Mensch. Und sag ich, yes, maybe. So listen, also. Und während dem Essen, ich habe eine Gabel abgelegt und alles, nimmt er meine Hand einfach und der hat so eine Kutte bis hier und legt einfach seine Hand, gerade während dem Essen, so auf meinen Arm, oder? Und in dem Moment hatte ich Strom im Arm. Also wirklich, ich habe relativ viel Haare, man sieht es hier und so, die waren aufgestellt, es hat gekribbelt bis hier oben, nicht nur ein bisschen, sondern wie wenn du Strom hast. Und dann zieht er sie weg, der hatte da nichts zwischen den Fingern, ich sah ihn ja nebendran. Und dann guckt er mich an und lächelt. My young friend, I think now you're convinced. Also mein lieber Freund, ich denke, jetzt bist du auch überzeugt, dass da was ist, oder? Und das war ein Erlebnis, was ich in jüngeren Jahren schon hatte und das habe ich ständig immer wieder. Und ich glaube, jeder, der sich mit solchen Themen beschäftigt, hat diese Erlebnisse. Spuk ist auch so ein Thema. Nur um es kurz zu erwähnen, Spukerlebnisse, wir haben für Mysteries mit so vielen Leuten gesprochen, die Spuk erlebt haben. Poltergeist-Spuk, ganz verrückte Geschichten. Da gibt es auch Geschichten von Skeptikern, ich darf sie nicht beim Namen nennen, zwei deutsche Skeptiker, die selber sogar Zeuge von Spuk geworden sind, weil dann Spuk plötzlich noch durch die Gegend geflogen ist, da spricht man dann als Skeptiker nicht so gern drüber. Aber wir hatten zum Beispiel einen deutschen Pfarrer, ich kenne den Namen und alles, wir mussten ihn anonym im Heft bringen leider, sagen wir mal aus dem süddeutschen Raum, der ganz verrückteste Spukerlebnisse hat, im Pfarrhaus sogar in Deutschland. Und ursprünglich war sogar bereit Mitnahme, bis er dann von oben halt auch eins aufs Dach bekommen hat. Hallo Herr Pfarrer, bitte nicht, vor allem nicht die Mysteries und so. Wir haben die Geschichte trotzdem gebracht ohne Namen, aber ich weiß, wer es ist und alles. Also auch Pfarrer haben Spukerlebnisse. Und das sind auch wieder solche Dinge, wo man sich fragt, Spuk ist physikalisch nicht möglich an für sich. Es ist nicht möglich, dass Stühle plötzlich durch die Gegend krachen, dass es einfach klopft. Aber offenbar ist trotzdem was da. Es gibt auch eine Theorie, dass Spuk auch mit dem Menschen interagiert, also dass quasi die Psyche auch was manifestieren kann, physikalisch. Das gibt sogar Physiker, die daran am Forschen sind. Das sind so Themen. Und ich glaube, jeder, der mal sich so ein bisschen kritisch fragt, hat auch schon ein paranormales Erlebnis gehabt. Jeder. Ja. Das kennst du, du denkst an eine alte Freundin, 20 Jahre nichts mehr gehört und irgendwie denkst du an sie und sagst, ach, der müsste ich mal wieder anrufen. In dem Moment klingelt das Telefon aus Uruguay oder irgendwie so und sie ist dran, oder? Und dann sagst du, das ist gar nicht möglich, wenn du die statistische Wahrscheinlichkeit rechnest, oder? Und solche Phänomene, das sind Synchronizitätsphänomene, wo sich der alte C.G. Jung schon mit rumgeschlagen hat. Übrigens, der übrigens sehr offen war für Phänomene, auch für UFOs, im Gegensatz zum Freud und so. Also diese Spukphänomene, da haben wir das Gleiche wie bei den UFOs, da ist schon was dran. Irgendwas geht da ab, wir können es nicht erklären. Ja. Luc Bürgin, vielen herzlichen Dank. Das hat riesig Spaß gemacht und wir wünschen dir viel Erfolg mit deinem neuen Buch, hier nochmals für die Leute zu Hause und natürlich mit dem Mysteries Magazin. Mach weiter so und wir hoffen, dass wir dich bald irgendwo wiedersehen, vielleicht wieder mal zu einem Interview oder vielleicht auch auf einer Reise oder wie auch immer. Vielen lieben Dank, für dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast. Hat Spaß gemacht, herzlichen Dank auch und mit dieser wunderbaren Aussicht hier ist das prima. Danke. Okay.